Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Bella Grusel mit Sims 4, dem Leben der Bella Grusel. Und hier sitzt sie mit dem Patrick. Und ja, sie ist jetzt doch tatsächlich Seniorin. Yay! So, ich lasse sie einfach mal loslaufen. Ich habe ihr natürlich so ein bisschen so benutzerdefiniertes Haar gegeben. Und also sie steht ja total auf Kurt irgendwie. Also sie hat drei Blitze mit ihm. Ja, aber Kurt steht eigentlich erstmal ein bisschen auf Alexa. Sie ist halt so sein Alter. Was machst du hier, Egon? Also nee, das ist der andere Egon. Vorlesen, okay. Wann musst du wieder zur Arbeit eigentlich? Ich muss mal jetzt gerade direkt mal schauen. Ich habe jetzt nämlich überhaupt vor lauter Party hier keinen Überblick, was die denn alles machen. Deswegen, Moment, erstmal stopp. Patrick spielt mit unserer lieben Bella. Ja, der muss sich ja wieder ein bisschen abregen und deswegen ist es okay soweit. Dann Friedbert, der repariert jetzt hier erstmal. Den lasse ich erstmal reparieren. Lutz. Ach ja, Lutz braucht noch immer einen Körperpunkt. Dann lasse ich den auch hier weitermachen. Bella, wie gesagt, die ist momentan unten. Nervus. Donnerstag hat er immer noch frei. Okay. Nervus ist jetzt auch. Ja, klar. Er ist ja jetzt auch Platin. Er hat auch einen ständigen Platin-Level. Gut, dem geht es soweit gut. Egon. Dem könnte ich vielleicht mal ins Bett schicken oder aber kochen. Ach, weißt du was? Ganz ausgeschlafen. Du hast frei, habe ich gesagt, gell? Du hast frei. Dann geh doch mal in dein Zimmer nach oben und dann kannst du in deinem Zimmer kochen noch lernen. So, geh mal hoch. Und Kurt natürlich war noch. Und Kurt, der macht hier alles sauber. Was denn? Genau, leg ich mal hin. Und du suchst nämlich einen Job. Und zwar, was war's? Faulenzer-Karriere. Die brauchen wir. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann mit ihm geguckt und da war er, ja. Da war nichts da. Und unsere Kleine, die holt sich jetzt nochmal fix was aus dem Kühlschrank und danach ab ins Bett mit ihr. Ich weiß gar nicht, haben wir Hausaufgaben gemacht? Nö. Ah, die liegen auch noch hier rum. Naja, gut. Ausrede in der Schule. Meine Mama hat Geburtstag. Die wurde zur Seniorin. So. So, jetzt sind sie erstmal alle beschäftigt. Musst du eigentlich... um 17 Uhr muss er erst arbeiten. Okay, Logik, haben wir noch ein bisschen was. Boah, ich lasse euch mal ein bisschen sitzen. Bett? Bist du fertig? Ja. Dann, oh. Säubern und nochmal Fische füttern. Das kannst du direkt mal machen. Dann kannst du nochmal baden gehen. Und das ist für Bella. Und danach kannst du nach oben ins Bett gehen. Du bist immer noch in Liebe mit deiner Bella. Das ist alles super. Okay, so. Was war auch noch? Faulenz, habe ich gesagt, ne? Da nicht recht. Lutz. Wann musst du arbeiten? Ach nee, du hast sowieso frei. Meeresforschung. Oh, ich lasse ihn einfach weitermachen. Nervus? Geheimdienst? Nö. So, was mache ich denn mit dir, Nervus? Verbrecher? Nein. Du könntest dich dann mal mit Kurt, wenn der jetzt nichts findet, dann könntest du mit Politik? Nein. Okay. Dann könntet ihr zwei... Du bist doch sportbegeistert. Und was war Kurt? War zwar Natur, aber egal. Jetzt fängt es an zu schneien. Naja. Spielen mit... Wo ist er? Da. Kurt. Könnt ihr zweimal ein bisschen spielen? Dann seid ihr zusammen beschäftigt. Und Egon, der lernt. Jetzt habe ich gedacht, wer steht denn da? Juhu, Lutz hat da was gemacht. Das ist eine Puppe, deswegen... Lutz, wo bist du? Da bist du. Dann würde ich sagen, Lutzi, einmal baden gehen. Und wenn du fertig bist, okay, gut, dann kannst du nochmal hier was benutzen. Und dann gehst du hoch und reparierst hier oben mal die Dusche da oben. So. Okay, ein Körperpunkt.
Bella. Okay, warte mal. Sie versteht sich jetzt. Ach nee, da ist er. Fast wieder. Also es ist, jetzt, kommt jetzt langsam und so. Finde ich ja schon mal gut. So, ich glaube, ihr solltet mal ein bisschen aufstehen. Wie sieht es da aus? Okay. Dann würde ich nämlich mal so sagen, so wertschätzen, entschuldigen. Entschuldige dich mal bei dem Pascal. Pascal, tut mir leid, aber ich brauche einfach so viele Liebschaften und ich liebe euch doch irgendwie alle. Alle, wirklich. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mag. So ein Insider-Witz möchte ich gerne noch mit dir. Morgen geht es uns bestimmt schon wieder besser, oder? So, nochmal irgendwie, keine Ahnung, nochmal entschuldigen. Geh nochmal ganz kurz. Und dann schicke ich dich hoch zum Friedbert ins Bett. In Unterwäsche heute mal. So, Pascal. Lutz hat heute frei. Pascal, du kannst mal auf die Toilette gehen. Du kannst die Toilette säubern. Dann kannst du hier mal abspülen und könntest hier mal ein bisschen pflegen. Dann bist du beschäftigt. Nervus? Ich dachte, du... Was war das für eine Katze? Da ist doch gerade eine Katze hier hochgestiefelt. Wer ist das? Lucy. Okay. Wo geht die hin? Da. Und jetzt? Und jetzt, Lucy? Jetzt geht sie wieder runter. Okay. So, ja. Lutz ist hier oben und dann kannst du noch aufwischen. Und irgendwie Freunde möchtest du gerne. Freundschaft mit irgendjemandem. Egon muss gleich ins Bett, glaube ich. Ja, ihr seid immer noch nicht alle befreundet. Auch das war eigentlich so für mich eine Hoffnung, in Anführungszeichen, dass das irgendwann passiert. So, warte mal. Ihr beide könntet ihr dann mal ein bisschen abhängen miteinander. Das fände ich sogar cool. Er tanzt, wie süß. Egon... So, du hast ja den Tag über noch frei, von daher ist egal, lernen wir weiter. Und Kurt, der hat sich ins falsche Bett gelegt, meine ich. Kurt, steh mal auf, bitte, und geh mal hier hoch zu deinem Bett. In Unterwäsche, meinetwegen, oder ist mir egal eigentlich. Was auch immer du anhast. Hauptsache, du hast etwas an. Sonst erschreckst du die anderen wahrscheinlich bloß. So, ihr zwei... schmutzigen Witz anhören. Zusammen tanzen oder ja, eben abhängen. So, dass ihr zwei euch auch nochmal ein bisschen besser versteht und halt auch, ja, bessere Freunde quasi werdet. Ja. Ich müsste ja eigentlich... Ja, super. Erstmal von Pascal ausgehen, mit wem er sich nicht so verträgt. Belinda noch nicht so. Ja, durch den... Knutscher oder was auch immer es war, auch mit den beiden nicht. Aber auch mit seinem jüngeren Bruder, den Lutz, nicht so wirklich. Kann ich mich hier einklinken und kann sagen, ich möchte mit abhängen? Probier's mal. Ich glaube, das ging nur auf dem College, hatte ich das mal. Da hat es ganz gut funktioniert. Ach Gott, wir haben schon wieder morgens 7 Uhr, Belinda. Ich hoffe mal, dass du schläfst. Oh ja, dir geht's gut. Cool. Ach, wie schön. Das finde ich jetzt toll. Er hat sich wirklich dazu gesetzt. Dass er sich mit Nervus auch so gut verträgt, macht ja nichts. Das finde ich ja jetzt super. Sehr schön. So, ihr zwei. Jo, wann musst denn du? 10 Uhr, okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, du stehst gerade mal auf, Friedbert. Und gehst nochmal auf die Toilette. Dann gehst du nochmal runter. Gehst nochmal Reste, irgendwas nehmen. Und danach gehst du nochmal kurz hoch und ja. Ich hätte jetzt gesagt, entspannst nochmal hier drin. Das machen wir gleich. Sie träumt. Guck mal, sie. Das war irgendein Lieferant, von dem sie träumt. Bello. Du sollst von deinem Mann träumen. Von welchem? Ja. Und das ist bei ihr immer nicht so eindeutig. Nee. So, meine liebe Belinda, du darfst mal aufstehen. Friedbert wird in einer Stunde abgeholt. Egon hat heute frei. Egon, der lernt immer noch fleißig.
Der lernt wirklich super fleißig. So, du kannst danach da rein und danach kannst du schlafen. Im Schlafanzug machen wir heute mal. Und Kurt. Jo, Kurt schläft einfach noch. Ich lasse ihn noch ein bisschen schlafen. So. Ja, dass die drei hier unten zusammen abhängen, finde ich ja echt ganz, ganz toll. Dass sie das von alleine machen. Also das finde ich super. Friedbert, wo bist du? Okay. Ein bisschen was. Ja, irgendwann muss Mabella noch was kochen. So viel ist nicht mehr. Also Belinda ist in die Schule gegangen. Ansonsten, es haben momentan so viele frei. Das ist echt, echt hart. Wann bist denn du endlich fertig mit deinem Punkt? Ey, Quatsch, du hast ihn doch schon. Habe ich das weggeklickt? Wahrscheinlich. Dann geh mal, mach mal was anderes, mein Lieber. So, dann gehe ich nochmal zu den drei Jungs hier runter. Schau mal, wie ihr euch jetzt so vertragt. Ah, zumindest beste Freunde schon geworden. Supi. Das ist toll. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Das Einzige wäre jetzt Friedbert. Könnte sich hier noch mit einklingen. Aber okay, das mache ich jetzt nicht. Ja, der muss sowieso jetzt zur Arbeit. Gut. Lutz hat heute komplett frei. Ja, genau. Ja, der hat hier auch noch gar nicht, so, das ein oder andere, gar nicht so viel gelernt. Ne? Natur. So, ich glaube, warte mal, wie verträgst du dich jetzt mit ihm? Oh, auch schon so weit ganz gut. Und mit ihm dann auch 58 hier. Hast du schon. Dann könntest du mal deine Schwester, die Jenny, noch mal kurz anrufen. So, einmal Sim anrufen und danach hier mal Fische füttern und hier dann mal vielleicht Insekten aufspüren. So, die Bella. Bella, du kannst mal jetzt aufstehen. Ziehst dir mal was an. Und dann einmal hier benutzen. Wen wollte ich anrufen? Meine Schwester Blauden. Und dann kochst du mal. Du, Frühstück servieren, gefüllte Waffeln. Servus. Okay, ihr zwei könnt dann auch mal einen Break machen. So, du gehst mal duschen und gehst dann einfach mal schlafen. Und Pascal, habe ich vorhin Patrick gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich den Namen nie so drauf habe. Du kannst jetzt schon mal. Du musst ja um 17 Uhr arbeiten. Von daher geh jetzt mal schlafen. Und wir kriegen Post. So, Bella. Ich gehe dann mal zu Bella. Bella, Bella. Ja, sie sieht also in den Klamotten echt auch cool aus. Lutz. Achso. Dich habe ich schon was gesagt. Wer ist denn das? Katja Ammann. Was auch immer, warum auch immer sie da macht. Irgendwann kannst du mal hier auf jeden Fall die Post holen und das wird die Post reinholen. Warum bist du nicht in der Schule? Es ist Schule, Mann. So, die beiden sind jetzt zusammen ins Bett gehuscht. Das ist natürlich auch schön für sie. Genau. Und dann gucken wir nochmal, was Bella macht. Bella, Telefon. So, leg den Rest mal beiseite, geh mal ans Telefon. Dann können wir auch, danach kannst du dann auch die Reste weglegen und gehst erstmal auf die Toilette, glaube ich. Vielleicht zuerst. Kann ich Pascal sprechen? Nein, der schläft. Habe ich jetzt zweimal drauf gedrückt? Ja. So, und danach kannst du erstmal was essen. Hallo Gertrude. Stimmt, wir haben ja seit neuestem auch ein Hausmädchen, so muss ich sagen. So, Nervus schläft, Egon schläft, Kurt schläft auch noch. Oh, Kurt, du kannst aber... Ja, genau. Warte. Geh erst mal ins Bad. Geh mal duschen und hier benutzen. Wann bin ich jetzt mit ihm an den Rechner gegangen? Wir gucken nochmal. Job suchen. Das war das letzte Mal. Einmal Bienen. Unser armer Lutz. Lutzi. Ich glaube, der hat jetzt gleich die Schnauze voll hier draußen. Und da würde ich mal sagen, du gehst auch mal was essen. Und danach kannst du mal kurz ins Bett gehen und schlafen. Schlaf dich mal ein bisschen aus. Du hast ja heute im Grunde frei. So,
Eine Runde noch mal ganz kurz. Ihr zwei seht ins, im Bett. Ich lasse euch auch im Bett. Lutz habe ich gesagt, was er tun soll. Bella, die isst jetzt erstmal was. Das ist auch super. Egon ist noch schlafen. Ja, der wird dann, der kann dann auch gleich noch mal runter und hier was essen. Und unser Lutz, Quatsch, Kurt, meine Güte, voll lauter Männer und hier. So, genau, der guckt jetzt noch mal, ob er hier die Faulenzer-Karriere bekommt. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es dann hier weitergeht. Und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass mir gerne einen Daumen nach oben hier oder und einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.